Also, Frauenpower, da muss ich natürlich als Mann sagen, dass es mir eine große Ehre ist, dass ich als Mann über Frauenpower etwas sagen darf. Und ich will deswegen so ein paar Gedanken vorausschicken. Ich komme selber aus einer Familie, wo ich gewohnt bin, dass die Frauen stark sind. Und deswegen habe ich damit eigentlich nie ein Problem gehabt in den ganzen letzten Jahren. Also meine Mutter ist ziemlich dominant. Und man muss ihr meist folgen, hat dann nicht viel Zeit dazu. Meine Schwester ist ausgesprochen selbstbewusst, ebenso die Nichte lässt sich nicht sagen. Die Großmutter war so, die Urgroßmutter war so. Und mein Vater hatte also die gutmütige Art, mit all dem umgehen zu können, was ich noch lernen muss. Aber wenn mir noch ein weiterer Gedanke gestattet ist dazu, bin ich als Kunsthistoriker, also starke Frauen kennen wir ja auch aus der Geschichte, also Königinnen, also in der Antike, Nofretete, Dodi und, na, wie war das noch, Nofretete, Dodi und Kleopatra. Oder die Kaiserin von Österreich oder die Königin von England oder die Zarin Katharina, alles große Frauen, die so einiges geleistet haben. Dann kann man sogar noch Frau Merkel mit einbeziehen, wenn es erlaubt ist, auch wenn ich nicht mit allen Entscheidungen übereinstimme. Aber in Asien gerade war, oder orientalischen Staaten, hatte Frau Merkel ein ausgesprochen hohes Ansehen. Jeder kennt die Amazonen. Die Amazonen, die reiten und von ihren Pferden aus also wahre Grausamkeiten begehen und siegreich in die Schlacht ziehen. Auch die Wikinger und die Germanen kannten ja sehr starke Rollen und Frauenbilder. Also die germanischen Frauen, wird gesagt, die zogen mit den Männern häufig ins Feld. Also bei den Wikingern war das so. Und das ist anders als mal in Südeuropa, wo die Frau klassischerweise auch wahrscheinlich durch den Katholizismus eher so auf die Rolle der hohe Priesterin oder die Madonna abgedrängt ist, aber auch eine durchaus starke Position hat. Aber etwas anders, würde ich sagen. So, jetzt wollen wir mal zu unseren Künstlerinnen kommen. Und ich fange mit Mika an. Mika ist die Künstlerin, die hier die schönen Porträts gemalt hat, also sofort zu erkennen. Es gibt hier zwei unterschiedliche Formen von Porträts, Porträts auf Glas und Porträts, die hinten so auf gerostetem Metall entstanden sind. Es sind also diese beiden unterschiedlichen Techniken, die auch bewirken, dass die Porträts anders wirken. Also wenn Sie vor diesem Glas stehen, dann wirkt das ja wie ein Spiegel. Und sie gucken hinein und es spiegelt sich das Porträt, aber sie spiegeln sich auch selber. Das müssen sie dann gleich mal ausprobieren. Alles sind Brustbilder. Also Bilder, die nur den Kopf und den Oberteil des Körpers zeigen und damit sind sie sehr statisch. Sie sind nicht in Bewegung, weil sie nämlich etwas präsentieren wollen, ein Image repräsentieren wollen. Und mit dem Betrachter damit in Kommunikation treten. Einige tragen, das ist unübersehbar, sehr auffallende Frisuren. Rokokohaft sind manche Frisuren aufgetürmt und man erinnert sich an moderne Fashion-Catwalk-Auftritte mit hochstilisierten Frisuren und freien Schulterpartien. Oder es gibt Porträts mit Frauen, die von weißen Schleiern umgeben sind, wie da hinten. Das wirkt, die Künstlerin ist aus Polen, ich denke mal, sie hat da so ein bisschen so eigene Volkstraditionen vielleicht als Inspiration aufgenommen. Es wirkt, dieses Porträt da hinten, Sie müssen sich mal dahinstellen, es wirkt so wie eine Frau, die, wie es früher Sitte war, als Jungfrau an den Altar geführt wurde und so etwas schüchtern und ängstlich darauf wartet, was kommt da auf mich zu. Oder es sind Fantasiegestalten, wie im Nebenraum die Prinzessin mit Krönchen im Haupte und lockigem Haar, die Feen gleich über den Spiegel sich bewegt und sogar ein paar Tränen verliert. Es
gibt auch hübsche Asiatinnen, es gibt schöne afrikanische Frauen. Also wir leben ja in einer globalisierten Welt, muss eben auch alle Schönheiten der Ecken der Welt sollten sozusagen Thema sein. Wenn Sie die Bilder sich angucken, fällt auf, dass sie alle sozusagen in die Ecke gemalt sind. Bis auf dieses Bild nicht. Aber die meisten sitzen so in der Ecke. Das heißt also, der größte Teil der Fläche, also des Glases oder des Metalls, bleibt frei. So, und man kennt das aus Asien, nicht? Dass immer mit der Leere gespielt wird. Die Leere, die keine Leere ist, sondern eine gefüllte Leere. Und auch hier hat man so das Gefühl, das ist der Raum, der reserviert ist für die Gedanken, die Porträts im Gesicht tragen und auch vielleicht für unsere eigenen Gedanken, die wir dann entwickeln, wenn wir vor diesen Porträts stehen. Die Gesichter, die posieren alle auf eine gewisse Art und Weise. Sie sprechen von sich selber in Sicherheit, manchmal in Unsicherheit. Sie blicken manchmal den Kopf wütend nach unten gekehrt, vom Betrachter abgewendet. Oder sie blicken keck über ihre schön geformten Schultern oder frech aus dem Bild heraus. Sie träumen sich in die Ferne oder sie sind eins und stolz mit sich und ihrer Gestalt. Dieses Brustbild hier rechts, sehen Sie ja alle, posiert mit geschlossenen Augen, sich offenbar über alle Maßen selbst genießend in der Mitte des Acrylglases. Es nennt sich Fragile Number 6. Und madonnenhaft mit Dornen und Rosen, einem Rosenkranz aus Rosen und einem Schleier stellt sie sich uns dar. Das ist ein, finde ich, starkes, emotional starkes Bild, das makellose Schönheit zeigt, die bis zur überirdischen Vergötterung übersteigert wird. Ist es Dornröschen? Ist es die Heilige Maria? Ist es ein adorierter Popstar? Sie können ja selber eine Entscheidung treffen. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie herum, stellen Sie sich vor die Bilder, genießen Sie den Ausdruck, gucken Sie in die Augen und reflektieren Sie selber, was Sie dabei empfinden. So, nächste Künstlerin, René Rauch. Rauch alles, oder wie spricht man das aus? Weiß ich gar nicht. Rauschall, okay, also ein bisschen französisch. Die ist leider nicht hier heute. Und René Rauschall ist sozusagen vom Lebensalter her die erfahrenste von allen. Sie kommt, das sind die Bilder, diese sehr bunten Bilder dort und im Nachbarraum mit diesen großen gelben und roten Farben und den Kugeln, die sich durch das Bild bewegen. Das ist jetzt Rauschall. Und sie ist eigentlich, wenn ich das zu ihrer Biografie sagen darf, ist eigentlich Opernsängerin, kommt aus der Musik, hat auf der Bühne gestanden in Bayern an der Oper, hat also eine große Ausbildung in den aufführenden Künsten. Und das merkt man auch vor ihren Bildern. Sie hat Gesangs-, Schauspiel-, Tanzunterricht gehabt und auf den Bühnen debütiert. Ihrem Lebenslauf konnte ich entnehmen, dass sie durch einen schweren Unfall in jungen Jahren lange Jahre nicht gehen konnte und erst mühsam wieder zum Leben in Bewegung zurückgekehrt ist. Und in dem Zusammenhang sagt sie über sich selber, dass sie einen tiefen Prozess des in sich hineinspürens durchleben musste, um diese Krankheit und diese Limitiertheit zu überwinden und um zum Leben zurückzukehren. Und dieser Kontakt mit dieser inneren Kraft, die auch eine Kraft aus dem Universum ist, mit dieser Kraft hat sie ihre Krankheit überwunden. Und wenn wir vor ihren Bildern stehen, dann können wir auch dieses Innere, abstrakt dargestellt, das sich gleichzeitig mit dem Kosmischen verbindet, können wir sehr gut spüren. Wenn wir vor ihren Bildern mit ihren Farbvisionen stehen, wird eine durch die Ewigkeit wirkende Bewegung sichtbar. Wir sehen Kugeln, die von Wirbeln getragen werden, wie die Essenz oder die Seele.
die sich getragen oder geworfen immer weiter bewegt. Vor hellem gelben Licht im Hintergrund spielt sich zum Beispiel dort diese bewegte Szene ab. Es gibt eine eigenartige Lautlosigkeit, die von diesen Bildern ausgeht, obwohl zugespitzte Bewegungen dargestellt sind. Durchaus musikalisch wirken die Wirbel und Bänder, die so leicht das Bild durchflattern. Technisch versiert trägt die Künstlerin die Farben mal deckend und mal lasierend auf. Die schönen Farbklänge wirken wie eine Komposition. Und die planetenartigen Kugeln fliegen geräuschlos durch die Ewigkeit. Die abstrakte Malerei von René Rauschall ist leicht zugänglich. Sie beschreibt innere Vorgänge auf nicht-rationalen Ebenen, die sie offenbar friedlich verarbeitet. Die Bilder können auch zur Meditation dienen. Manchmal sind Kranke, die ihre Krankheit überwunden haben oder gelernt haben, mit einer Beschränkung umgehen zu können und vor allen Dingen glücklich damit umgehen zu können, Vorbilder für uns. Die Bilder von René Rauschall sind nämlich wunderbare Einblicke in diese inneren Vorgänge, die als Teil von ewig waltenden Gesetzmäßigkeiten uns animieren, uns fallen zu lassen und von diesen Kräften genährt, uns angetrieben und genährt zu fühlen. Gehen Sie vor die Bilder und lassen Sie sich angenehm und lichtvoll durchwirbeln. So, die dritte. Annette Brendel. Dort sitzend im schönen roten Kleid. Mit Annette wollte ich gleich mit Ihnen mal vor die Aquarelle und Acrylbilder gehen, weil ich die gestern noch nicht sehen konnte. Und ich gebe erstmal nur so einen bedeutungsartigen Zugang. Also es sind diese Bilder hier in Acryl, die Äpfel, die eigentlich Zitronen sind. Ich dachte, das sind Äpfel. Dann haben wir hier diese wunderschönen Aquarelle von der Wespe an der Himbeere, von der Hammer-Heuschrecke, ne? Hammer-Heuschrecke und links, was ist das? Ja, die Libelle, ja, genau. Ihre Motive sind aus der Natur genommen, offenbar. Es sind Naturszenen, Blumen und Blüten und Tiere. Kleines Getier wie Libellen und Wespen oder größeres wie Vögel, sehen wir heute allerdings nicht, oder noch größere wie Hirsche. Sie scheint die Tiere zu beobachten, zumindest habe ich so den Eindruck, und versucht diese in ihrer natürlichen Umgebung der ihnen eigentümlichen Verbundenheit mit der Natur zu zeigen. So wird der Hirsch auf der Lichtung, der dort steht und dennoch bald wieder verschwinden wird, sehr schön dargestellt. So fliegt die Wespe eine Himbeere an und wird auch gleich wieder hinwegsummen. Auch der Augenblick, den die Libelle auf der Blüte speisend und saugend verbringt, wird nicht lang sein. Aber dieser eine Augenblick ist so wunderbar natürlich und wirkt deswegen in der Betrachtung versöhnend. Das Leben in der Natur scheint so wunderbar aufeinander abgestimmt. Auch wenn der eine den anderen frisst, so scheint die Natur voller Kraft und Sinn zu sein. Menschen, die Krankheiten oder größere Schwierigkeiten überwinden müssen, können in der Natur häufig gesunden. Voraussetzung ist, dass sie sich dem wunderbaren Wirken um uns herum öffnen und die Kraft und die Hoffnung in sich hineinlassen. Sehen Sie, welche wunderschönen, intensiven Farben haben die Himbeeren, die Blaubeeren. Wie wunderbar sind sie gemacht, uns zur Speise. Das klingt fast wie in der Bibel. Wie gesund sitzt der gewachsene, ich dachte, es ist ein Apfel, aber sie sagt, es ist eine Zitrone am Baum und wartet darauf, gepflückt zu werden, um verspeist, um gegessen zu werden. Interessant ist ein Gespräch eben mit der Künstlerin. Künstler haben ja häufig eine ganz eigene Art und Sichtweise. Also ein Betrachter sieht häufig Dinge, die die Künstler irgendwie gar nicht gemeint haben. Das ist auch nicht schlimm. Und der Künstlerin ist es hier zum Beispiel vor allen Dingen mehr um das Herausarbeiten der Farben gegangen. Dieses Gelb der Zitrone und das Grün im Hintergrund und wie sich das durchsetzt. Während wir als Betrachter
ja, Appetit bekommen können. Also das ist vielleicht gar nicht beabsichtigt, aber das passiert, wenn wir kurz betrachten. Und das ist auch schön so, diese multiplen Perspektiven. Also Annette Brendel gelingt es mit ihren Farben, die natürliche Einheit der Natur zu zeigen, die heilsam auf uns, die wir auch Teil der Natur sind, wirken kann. Auch die Natur und die Lebewesen in ihr unterliegen Werdens- und Sterbeprozessen, aber sie fügen sich alle und können, ohne Widerstand zu geben, alle ihre Kraft und Schönheit und Eigenart voll ausleben. Demut gibt uns die Erfahrung der Natur und Gelassenheit, die uns in unserem menschlichen Leben Kraft und Sinn gibt. Die Bilder von Annette Brendel leiten in diesem Sinn unseren Weg.